Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zum neuen Wochenorakel. Wir sind in der letzten Oktoberwoche, genauer gesagt vom 23. bis zum 29. Oktober. Und ich möchte erst einmal wieder eine Kerze anzünden. Du darfst dabei gerne an einen Menschen denken oder einen Wunsch aussprechen. Und dieser wird von der geistigen Welt erhört werden. Vielleicht nicht immer so, wie du dir das Ergebnis wünschst, denn ja, wir wissen manchmal nicht, was wirklich das Richtige ist. Und deswegen gehen Wünsche manchmal anders in Erfüllung, als wir uns das vorstellen. Meistens ist es dann, oder eigentlich immer ist es dann aber genauso richtig, wie es sein soll. Genau, das war Emmys Bestätigung. Ich habe heute einmal ein anderes Lenormand gewählt, und zwar das Art Nouveau-Orakel. Wunderschöne Karten, wie ich finde. Und dann habe ich noch geschaut mit dem Impulsorakel und einmal die Antworten der Engel. Und hier habe ich eine besondere Botschaft bekommen. Und zwar sollte ich fragen, was wir alle mehr tun können für Frieden in der Welt. Ja, und deswegen halte ich mich natürlich an das, was ich da von oben bekomme. Offensichtlich ist das gerade wichtig. Moment, ich muss hier mal mein Mikrofon etwas höher nehmen. So, offenbar ist das momentan gerade wichtig, dass die von uns, die dieses Orakel sehen, ja, etwas tun können. Und das schauen wir gleich mal. Es gibt diese Woche auch kein Auswahlorakel. Und dennoch, denke ich, würden es hier schöne und spannende Energien sein. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie gefällt dir meine Deko? By the way, ich habe heute mal Lust gehabt, ein bisschen zu dekorieren und dachte, geht ja nun schon langsam. Ja, nicht nur auf den Herbst zu, da sind wir eigentlich mittendrin, aber schon ein bisschen auf Weihnachten zu und deswegen Zimt und Orangen und auch die Farbe Orange fand ich ganz passend. Genau, so, dann gucken wir mal, was sich hier zeigt. Und hier haben wir als Energie für diese Woche aus den Lenormand-Karten einmal die Wolken und wir haben die Mäuse. Das ist eine tolle Kombination hier, weil das bedeutet, dass die Wolken verschwinden werden. Ja, also das heißt, hier gibt es Unklarheiten in deinem Leben, hier gibt es Dinge, die dich belasten, wo du einfach keinen Durchblick hast, wo es immer vernebelt scheint und du hast das Gefühl, ey, ich kenne die Antwort doch, aber irgendwie will ich sie nicht packen. Ja, sie will sich mir einfach nicht zeigen. Und genau diese Wolken, genau dieser Nebel wird jetzt von den Mäuslein hier weggenagt. Der wird weggenommen dadurch. Das heißt, du wirst in der kommenden Woche viel mehr Klarheit bekommen bei einer Situation, die dich eben schon länger belastet oder wo du schon länger dran rumdenkst. Es gibt ja einfach diese Dinge, wo, ja, wo wir wie in so einem Gedankenkarussell sind, ja. Und man hat das Gefühl, irgendwie ist da immer ein Gedanke, ich kriege ihn aber nicht zu greifen. Ich habe doch eine Lösung, aber irgendwie will sie sich nicht wirklich zeigen. Und genau dieser Zustand ist natürlich echt nervig. Und dann kann man immer sagen, ja, geh mit positivem Denken daran und versuche einfach dir das vorzustellen, was du dir wünschst und so weiter. Alles vollkommen richtig. Aber manchmal gibt es Situationen, in denen das eben auch nur bedingt funktioniert. Wenn dann zum Beispiel etwas noch Wichtigeres dahinter steckt. Und du einfach die Zeit brauchst, um diese Situation für dich lösen zu können. Auf jeden Fall wird hier in der kommenden Woche Klarheit in diese Situation kommen. Diese Wolken, diese Nebelschwaden werden hier weggefressen durch die Mäuschen. Das verschwindet also aus deinem Leben und es wird einfach wieder mehr Klarheit kommen und du wirst diese Situation, an die du jetzt vermutlich auch denkst, gelöst bekommen. Du wirst die Lösung finden, denn du kennst sie ja schon und sie wird auf jeden Fall in dein Leben kommen. So, und dann schauen wir mal, was die Impulskarten dazu zu sagen haben. Hier kommt als erstes, stell dich deinen Ängsten, sie dürfen gehen. Ängste sind ja immer eine Illusion, denn wir machen uns Gedanken um etwas, was vielleicht eintreffen könnte. Und wir haben Angst vor dem Schlimmsten, was eintreffen könnte. Der Punkt ist jedoch, dass ja in der Situation, in der du die Angst entwickelst, diese Situation noch gar nicht eingetreten ist. Es sei denn, du bist natürlich in einer Situation, in der du in Todesgefahr bist. Dann ist es gut, Angst zu haben. Daher kommt auch dieser Impuls. Denn wenn du ja Gefahr läufst, dein Leben zu verlieren, ist es gut, wegzulaufen oder Hilfe zu holen, etwas zu tun, was dir dein Leben rettet. Da ist Angst ein super guter Impuls. Doch ansonsten machen wir uns
so oft Gedanken, Ängste über Dinge, die noch gar nicht da sind. Oder es gibt so diffuse Ängste wie Phobien, ja, Angst vor Wasser, Angst vor eingesperrt sein, also beziehungsweise Angst vor engen Räumen. Aber auch Verlustangst ist etwas, was ganz, ganz viele betrifft. Kann ich ja nur immer wieder sagen, war ja auch mein großes Thema. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, schau mal in meine Infobox. Ich habe da einen kostenfreien Test, wo du genau das feststellen kannst, ob Verlustangst dein Thema ist. Und der wichtige Punkt aber ist einfach zu verstehen, dass das, wovor du Angst hast, eben noch nicht eingetroffen ist. Wenn du zum Beispiel die Diagnose bekommst, dass du unter Umständen eine Krankheit hast, die ja, dein Leben kosten könnte, dann ist es natürlich klar, dass da Gedanken kommen und dass man sich damit auseinandersetzt und dass da auch Angst entsteht. Aber dennoch ist es ja so, dass es noch gar nicht klar ist, ob es wirklich so kommt. Und du kannst noch etwas tun. Ist vielleicht ein sehr drastisches Beispiel gewesen, aber es ist ein Beispiel, in dem wir uns immer wieder unseren Ängsten stellen müssen. Nehmen wir das Thema Verlustangst. Wenn du Angst hast, dass dein Partner dich verlassen könnte, dann ist das ja noch gar nicht eingetreten. Dann gibt es vielleicht Anzeichen dafür, aber es ist noch gar nicht da. Nur wenn du dich in diese Angst begibst und immer wieder in dieser Angst bleibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, noch viel größer, weil du aus deiner Angst heraus reagierst. Das bedeutet nicht, dass du das deswegen mehr anziehst oder dass du deswegen, dass sozusagen dann das Universum alles tut, damit diese Partnerschaft auch wirklich getrennt wird. Aber du agierst aus der Angst heraus. Das heißt, du wirst vielleicht mit Eifersuchtsattacken reagieren, du wirst ihn kontrollieren, du wirst irgendwelche Dinge tun, die einfach nicht förderlich sind. Und das passiert aus der Angst heraus. Aber noch ist es gar nicht eingetreten. Das heißt, wenn du anfängst, dich diesen Ängsten zu stellen und zu gucken, wo kommt das denn her, ja, dann kannst du es lösen. Und das ist zum Beispiel auch beim Thema Wasserphobie, beim Thema nicht in den Fahrstuhl gehen können. All diese Dinge haben eine Ursache. Und wenn du die erkennst, werden die Ängste verschwinden. Denn sie sind ja nur ein Symptom dafür, dass dir diese Situation bekannt vorkommt und dass du unbewusst weißt, dass du schon einmal etwas erlebt hast, was sehr grausam und schrecklich gewesen ist in dieser Situation oder mit dieser Situation. Und das löst die Angst aus. Und deswegen sind Ängste eine Illusion und deswegen kannst du Ängste auch lösen. Also ganz klar hier, wir haben ja die Botschaft, dass sich hier Nebel auflösen werden, ja, dass hier Klarheit kommen wird und dafür darfst du dich deinen Ängsten stellen. Und eine zweite Botschaft, was traust du dich nicht zu sagen? Das gilt natürlich jetzt gerade, wenn wir das Thema Verlustangst und Partnerschaft nehmen, ja. Wo hast du etwas, was du dich nicht traust, deinem Partner zu sagen? Oder wo hast du etwas, was du dich nicht traust, einer anderen Person zu sagen? Es wäre aber wichtig, dass diese Person das weiß, denn dann können diese Nebel verschwinden. Dann kannst du auch deine Ängste loslassen. Denn auch da machen wir uns so oft Angst aufgrund von Gedanken, was könnte der andere darüber denken oder wie könnte der mich danach sehen? Aber wir sprechen nicht darüber aufgrund dieser Angst und wissen deswegen gar nicht, wie die Reaktion ausfallen würde. Vielleicht wäre sie ja ganz anders und wäre für dich sogar positiv. Das weißt du nicht. Und deswegen ist es eben so wichtig zu schauen, wo hast du etwas, was du nicht sagen magst? Wo traust du dich nicht, etwas auszusprechen, was aber schon lange in dir brodelt und was schon lange gesagt werden möchte? Und es ist wichtig, es zu sagen. Es ist wichtig, es auszusprechen und dich damit der Angst zu stellen, dass unter Umständen etwas eintreten könnte, was dir in dem Moment nicht so gefällt. Dadurch bekommst du aber Klarheit. Und dann kannst du neu agieren. Und außerdem, die Chance ist 50-50, dass du auch eine positive Antwort bekommst oder dass die Situation sich danach positiv entwickelt. Das weißt du nicht. Aber es ist wichtig, es auszusprechen, egal worum es geht, ob es in deinem Beruf ist, ob es in deinem Privatleben ist, ob es etwas ist, was du dir selber nicht gegenüber eingestehen magst. Es gibt hier etwas, was du aussprechen darfst und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was hier die Engel sagen. Und hier kommt einmal, informiere dich neu und perfektes Timing.
Ich hatte ja die Aufgabe sozusagen bekommen, zu schauen, was wir alle hier tun können für mehr Frieden in der Welt. Und das heißt erstmal perfektes Timing, dass jetzt genau der richtige Moment ist, diese Frage zu stellen und auch jetzt der richtige Moment, diese Dinge zu lösen. Es ist jetzt das perfekte Timing dafür, dass wir alle in unserem Leben sozusagen im Kleinen erstmal anfangen aufzuräumen und uns neu zu informieren. Und ich finde, dass das sehr, sehr gut passt zu dem hier. Denn wenn du dich deinen Ängsten stellst und wenn du dich traust zu sagen, was du sagen möchtest, dann informierst du dich sozusagen neu. Du programmierst dich auch neu und du sendest neue Energien nach draußen. Und genau dafür ist jetzt das richtige Timing. Und das Wichtige ist ja zu verstehen, dass das, was wir im Kleinen in uns selbst oder mit unserem Umfeld an Kriegen führen, ich nenne es jetzt einfach mal Kriege oder an kriegerischen Auseinandersetzungen, an Dingen, die eben nicht auf Liebe basieren. All dies sammelt sich und hat natürlich einen Ausdruck im Außen. Das ist einfach ein globales Gesetz. Das ist dieses, wenn man die Steine ins Wasser schmeißt. Hast du mit Sicherheit auch schon mal gemacht. Und dann ziehen die Kreise und es werden immer mehr und größere Kreise. Und genauso ist es mit den Energien. Das, was du aussendest, zieht Kreise in deinem Umfeld. Und das heißt jetzt nicht, dass du in irgendeiner Form Schuld hast oder verantwortlich dafür bist, wenn Kriege im Außen entstehen. Also nicht falsch verstehen. Ich versuche nur zu erklären, wie die Energien funktionieren. Aber es bedeutet eben, dass jeder Kleinkrieg, der geführt wird, sich sammelt wie in einem großen Pott und irgendwann bricht es aus. Und das ist eben genau das, wo wir alle etwas dafür tun können, dass mehr Frieden in der Welt herrscht. Denn wir alle haben unsere Themen, wir alle haben Menschen, mit denen wir hin und wieder im Clinch liegen. Und da einfach mal zu gucken, ey, ist das denn jetzt wirklich notwendig, hier böse zu werden oder ungeduldig zu sein oder auszurasten oder so. Kann ich das nicht einfach anders lösen? Gibt es nicht eine friedliche Lösung? Und je öfter du in deinem Leben eine friedliche Lösung finden wirst, desto mehr wird auch das wieder Kreise ziehen. Und andere nehmen sich ein Beispiel daran und werden merken, hey, es geht ja auch anders und werden auch friedliche Lösungen finden. Und das wiederum setzt sich auch im Außen fort. Und das heißt sicherlich nicht, dass wir jetzt in der Lage sein werden, in den nächsten Wochen die Kriege auf der Welt zu beenden. Aber das ist auch wieder dieser, ja, wie nennt man das so schön, dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Je mehr positive Tropfen gesetzt werden, desto größer wird das, desto mehr dehnt sich das aus und desto mehr Fläche und Energie nimmt es ein. Und automatisch muss das Negative weniger werden, es muss schrumpfen. Und genau deswegen kann eben jeder aber auch wiederum etwas dafür tun, dass es sich verändert und dass die Energien auf der Welt einfach anders werden. Und damit können wir alle etwas dafür tun, dass mehr Frieden auf diese Welt kommt. Und wir haben genau jetzt den richtigen Zeitpunkt dafür. Ja, und wir dürfen uns in diesem Punkt neu informieren, indem wir uns unseren Ängsten stellen, Dinge aussprechen, die wir sagen wollen und dadurch mehr Klarheit bringen. Und das ist eine neue Information. Und das ist so wichtig. Das wird dein persönliches Leben bereichern und es wird eben auch helfen, dass die Energien auf der Welt sich verändern. Und je mehr Menschen das tun, desto besser wird es. Und ja, ich weiß, manchmal möchte man einfach nur verzweifeln, weil es so scheint, als wenn sich nichts vorwärts bewegt zum Guten hin. Und als wenn man selber gegen Windmühlen kämpft. Aber so ist es nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das alle gemeinsam schaffen können. Und jeder, der mitmacht, tut etwas dafür. Und jedes Mal, wenn du freundlich reagierst, obwohl du vielleicht in dem Moment das Gefühl hast, boah, jetzt würde ich aber gerne ausflippen und du tust es nicht, setzt du ein anderes Zeichen. Und ganz ehrlich, ich nehme mich da absolut nicht aus, denn ich bin jemand, der sehr, sehr schnell auf die Palme zu bringen ist. Und ich bin auch jemand, gerade bei bestimmten Personen in meinem Umfeld, wo ich schnell explodieren kann. Und auch ich übe mich in letzter Zeit darin, weniger zu explodieren, sondern einmal vorher durchzuatmen und mich zu fragen, lohnt es sich jetzt wirklich, hier irgendwie zu schimpfen oder böse zu reagieren? Und es gelingt mir immer mehr, es nicht zu tun, sondern in der Freude zu bleiben, in der Liebe zu bleiben und zu sagen, okay,
dann ist es jetzt gerade so, einen anderen Weg zu wählen. Und ich merke einfach, wie sehr mich das entspannt und auch mein Umfeld sich dadurch entspannt. Ja, also von daher, das ist hier wirklich eine sehr, sehr wichtige Botschaft und ich finde das spannend, dass das gerade jetzt hier ja, so in die Welt möchte. Aber so ist es. Und von daher, schau für dich, was du daraus ziehen kannst, denn es hat, wie gesagt, auch immer mit deinem eigenen Leben zu tun. Und das ist ja das, was eben letztendlich auch wichtig ist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn du das Video teilen magst. Gerade dieses Video wäre natürlich wirklich wichtig. Und freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut, bis dahin.